Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand. Hallo, guten Morgen. Steht auf, wenn ihr Bock habt. Hallo, also ich bin Luisa. Ich finde das Projekt hier wirklich toll und ich würde gern Teil davon sein. Wir wollen da wirklich nur ein bisschen Lärm, ein paar Störaktionen und friedlich gegen diese Arschlöcher protestieren. Ey, so gucken wir es nicht. Gewaltfreier Widerstand gegen Nazis? Das ist absoluter Schwachsinn. Ich habe kein Problem damit, irgend so einen Arschloch mal für 3 Tage ins Krankenhaus zu schicken. Rettet vielleicht irgendwem das Leben. Hemsdorf, da protestieren jedes Wochenende besorgte Bürger, seit eine Frau niedergestochen wurde. Was macht ihr denn hier? Omelett. Hör auf, ey, was soll das? Damals ging es noch ums große Ganze. Nicht so ein kleiner Jazz hier. Willst du es wieder so machen? Kann man sich's denn aussuchen? Was bringen diese ganzen Gesetze, wenn da sowieso niemand dran glaubt? Hä? Bist du irgendwie paranoid? Wohin fahrt ihr? Camping. Fuck, das ist Sprengstoff. Das ist doch kein Spiel mehr! Das willst du doch gar nicht, was hier passiert! Du sitzt da immer nur rum und guckst zu, aber dann hindern nicht andere Leute daran, wirklich etwas zu machen. Seid ihr eigentlich bescheuert? Bis gestern war das P81 ein gemeinnütziger Verein. Jetzt sind wir eine kriminelle Vereinigung. Die wollen Tote sehen. Und du? Was willst du?